Hallo meine Lieben, so wie versprochen bin ich heute da und werde ich einiges über die Aromaöle erzählen. Einerseits einmal, warum Aromaöle für mich bzw. in meinem alltäglichen Leben so wichtig sind. Und ich stelle euch dann kurz einige Öle vor. Okay? So, dann starten wir los. Aromaöle. Was sind Aromaöle? Aromaöle sind Pflanzenessenzen, sprich die durch eine Destillation oder durch eine Kaltpressung aus den Ölen, sozusagen, also aus der Pflanze werden diese Öle dann herausgefiltert. Und hallo, grüß euch meine Lieben, freut mich, dass ihr da seid. Und dann diese Aromaöle, die können uns tagtäglich unterstützen. Wie läuft es? Die Pflanzen haben ja sozusagen ätherische Öle in sich, dass sie überleben können. Und diese ätherischen Öle helfen nicht natürlich den Pflanzen, sondern auch uns Menschen. So, wie schon erklärt, die Aromaöle werden aus den Pflanzen entweder mit Wasserdampf destilliert oder mit Kaltpressung. Oder es gibt einfach verschiedene Methoden, um das sozusagen, das wichtige ätherische, diese Moleküle rauszufiltern aus den Pflanzen. Diese Aromaöle, es gibt Aromaöle, Duftöle und synthetische Öle. Die synthetische Öle oder naturident, das sind total ist Chemie. Gell? Also einfach, wo man sagt, die sind synthetisch hergestellt. Dann gibt es die Duftöle, gell? Also sprich, was auch teilweise in Parfüms verwendet wird. Das ist pure Chemie, da ist einfach nur der Duft nachempfunden. Dann gibt es eben diese fetten Öle auch, das sind dann reine Pflanzenöle, sind auch sehr gut. Wie gesagt, die werden aus Samen und Kernen herausgefiltert, so wie ein Sesamöl oder ein Olivenöl oder fettes Öl, ein Kokosöl ist noch zum Beispiel ein fettes Öl oder aus Kürbiskernen, ganz unterschiedlich, das sind Pflanzenöle auch, sind aber fette. Und die aromatischen Öle, sprich die Pflanzenöle, das sind aus der Pflanze heraus, das sind flüchtige Öle. Unterschied, die fetten Öle machen Flecken und die aromatischen, die Essential Oils, die Aromaöle, die machen keine Flecken. Ja? So, dann sind wir bei den Aromaölen wieder zurück. Wie gesagt, es gibt diese chemischen Öle und es gibt aber auch die, die aus der Pflanze heraus sind. Ja? Und es gibt aber auch die, wo reines Öl ist, aber verfälscht werden, aufgrund dessen, dass irgendwelche Füllstoffe hinzugefügt werden, weil man halt mehr außerkriegen will. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie zwischen einem gesunden Essen und einem Fastfood-Essen. Das Aromaöl, das ist richtig wie ein gesundes Essen und das andere Essen, also sprich das Fastfood-Essen, das sind die Öle, wo es halt irgendwo hinzugefügt wird oder gestreckt wird oder gepanscht wird, was auch immer. Und es ist klar, ein fettes, also ein gepanschtes Öl, dass das nie so gut ist. Und um euch ein Bild davon zu geben, ein reines ätherisches Öl, wo es wirklich eine therapeutische Wirkung hat, das hat Moleküle, die sind so klein wie eine Stecknadel. Und ein gepanschtes Öl oder synthetisches Öl, die sind so groß wie eine Wassermelone. So, und der Duftsinn, also sprich, wir riechen über die Nase, der Duftsinn, oder der Geruchssinn, das ist der einzige, der direkt mit dem limbischen System und der Amygdala verbunden ist. Gell? Das ist der Teil im Gehirn, wo die ganzen Emotionen und die ganzen Gefühle gespeichert sind. Das ist sozusagen ein Kontrollzentrum im Gehirn. So, und der Geruchssinn ist der einzige, der einen direkten Zugriff auf das hat. Das heißt, wenn ich einen Geruch habe, geht der Geruch direkt ins limbische System und da hinten wird dann das Gespeicherte, was an Emotionen da ist oder an unbewussten Sachen da ist, hervorgeholt. Funktioniert natürlich im Positiven, wenn ich halt sage, so, ich möchte jetzt Lebensfreude steigern, dann kann ich das zum Beispiel mit einem Joy oder einer Orange oder die Zitrusfrüchte oder bestimmte Öle, die gibt es eigene Mischungen auch dafür, wo ich dann diese Zelle sozusagen aktivieren kann. Und ihr könnt es euch so vorstellen, jedes Pflanzenöl hat ganz viele, teilweise 800 bis 300 und sogar mehr, sogar bis zu 500 verschiedene Bestandteile und Moleküle. So, und diese kleinen Stecknadeln, großen Moleküle, kommen jetzt natürlich über das Zellmembran in die Blutbahn. Warum? Weil es so klein ist. Und die gepanschten, die Wassermelonengroßen, die können natürlich nicht auf unseren Körper unterstützen. Ne? Das ist ganz klar, weil die einfach durch das nicht durchkommen. Und ihr könnt euch so vorstellen, wenn ihr was riecht, dann habt ihr ein Sieb drinnen und durch dieses Sieb das filtert. Und dieses Sieb lässt natürlich nicht alles durch, was ja auch gut ist. Ne? Soll ja auch nicht, aber sonst würde man ja alles in uns aufnehmen.
So, das heißt, die kleinen Stecknadeln, großen Moleküle, die gehen durch, die Bestandteile, die Wirkstoffe der Aromaöle, nur eben diese gebanschten, diese Wassermelonen große, die gehen nicht durch. Folgedessen kommen die natürlich auch nicht ins Hirn rein. Gell? Und dadurch ist es so wichtig, dass man wirklich ein therapeutisches oder ein Öl therapeutischen Grades hat oder wirklich ein sehr reines Öl. Gell? Weil rein theoretisch, wenn man sagt, okay, man hat ein 100% reines Öl, laut EU-Richtlinie müssen nur 25% drinnen sein, dann hat man einen Apothekenstandard. Das heißt, für die 15 Milliliter müssen nur 25% 100% reines ätherisches Öl drinnen sein. Der Rest kann von mir aus mit einem Mandelöl aufgefüllt werden, was ja auch ein reines Öl ist, aber die Wirkung wird dadurch verdichtet. Das heißt, ich kriege dann dieses melonegroße Molekül zusammen und habe nicht mehr dieses stecknadelgroße Molekül, das direkt in das limbische System reingeht. Was gibt es noch zu sagen? Ah ja, Anwendungen. Es gibt drei verschiedene Arten von Anwendungen. Also wir haben die deutsche Anwendung, das ist die Handinhalation. Das heißt, ihr geht her, warte mal, nehmt mir einfach schnell mal ein Öl. Ihr nehmt ein Öl und tropft es so in die Handfläche rein, aktiviert es mit Ich liebe mich, ich bin wertvoll, ich bin und verdiene das Beste. Im Uhrzeigersinn einfach im Kreis drehen. Und dann, na geil, vor der Nase inhalieren und durch diese Duftstoffe, wie gesagt, das Öl, das hat jetzt diese Moleküle, die dann direkt hinten ins limbische System reingehen. Das ist die deutsche Version sozusagen der Anwendung, wie man ein Öl anwenden kann, sprich mittels Handinhalation oder auch mittels Diffuser. Ja? Bitte keine so Lampelen mit Kerzeln unterhalb drinnen, das ist für den Hugo. Dann haben wir die nächste Anwendung, das ist die französische. Das heißt, ich kann sie einnehmen. Young Living hat eigene Öle von der Pluslinie, die sind auch als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen und die kann ich einnehmen. Es ist auch mittlerweile schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass eben, wenn man Nahrungsergänzungsmittel hat, der Gary Young hat es durch Zufall herausgefunden bei den Multigreens, wenn man Nahrungsergänzungsmittel mit die Öle vermischt oder ergänzt, dann können sie viel schneller in die Blutlaufbahn in die Zelle und vom Körper aufgenommen werden. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig im Kopf. Bei einer normalen Nahrungsergänzung ohne Öle zugesetzt, dauert es 24 Stunden bis ca. 42-50% dieser Nahrungsstoffe im Körper aufgenommen sind. Bei den Aromaölen ist schon nach einer halben Stunde, dass ca. die 50% erreicht sind und noch einer Stunde sind 86%. Und das habe ich echt faszinierend gefunden, dass die Aromaöle uns so helfen können, sozusagen die Nährstoffe im Körper besser aufzunehmen. Gut, das war eben, wie gesagt, die französische Art, die kann sie einnehmen auch. Und dann haben wir noch die englische Art. Die englische Art, die kann sie auf die Haut auftragen. Entweder pur oder mit einem Trägeröl, sprich einem Pflanzenöl, sei es ein Olivenöl oder ein V6 oder was immer für ihr Öl habt, könnt ihr es vermischen und dann entweder, wenn ihr einen guten Masseur habt, könnt ihr es euch einmassieren oder ihr euch selber oder auf die Fußsohlen. Wir haben bitte in den Händen, gell, und auf die Fußsohlen haben wir Reflexzonen. Und über diese Reflexzonen geht es die Wirkung genauso mit rein. Was haben wir noch? Bei den Aromaöle, wie gesagt, Young Living schaut auf einen Standard und er sagt, ja, ich möchte 100% Reinheit mit drinnen haben und deswegen schaut er wirklich vom Saatgut bis zur Ernte, bis zur Destillation, bis das abgefüllt ist, dass wirklich die Qualität erhalten bleibt. Gell? Ganz kurz etwas zu Young Living noch. Sie schauen, dass die Bodenbeschaffenheit passt, das heißt, der Boden braucht Nährstoffe. Das ist so wie bei uns Menschen, wenn wir dem Körper keine Vitamine zuführen, ja, dann irgendwann gehen sie verloren und irgendwann kann ich aus meinem Körper keine Energie mehr rausholen. Und genauso ist es auch bei den Pflanzen. Wenn die Pflanzen, die saugen immer die gleichen Nährstoffe, die sie halt zum Wachsen brauchen, aus dem Körper raus. Und wenn man dann nicht den Boden zum Beispiel mit, keine Ahnung, früher haben sie halt Mist gestrahlt oder Laub drauf, also sprich eine gute Bodenkultur zu machen, dann hat der Boden sozusagen Nährstoffe, die Pflanze braucht zum Wachsen.
Und Young Living schaut eben da, dass einerseits die Bodenqualität passt, zweitens die Saatgut, dass wirklich das Ur, wie sagt man dann, der Ursamen, sprich die Ursprungspflanze, nicht irgendein gebanschtes Schnickgeschnacke, was halt schneller wächst oder schneller Ertrag bringt. Weil beim Lavendel zum Beispiel gibt es 4, 5 verschiedene Lavendelsorten, beim Weihrauch gibt es 3 verschiedene und, gell. Detto beim Eukalyptus. Und da schauen sie, dass sie wirklich die Ursprungssaat hernehmen, dann wird die eingesät, dann wird geschaut, aha, was braucht die Pflanze für einen Dünger, natürlich, wie kann ich die Pflanzen vor natürlichen Pestiziden schützen, also sprich, Young Living spritzt auch keine Pestizide und wenn halt irgendeine Läuse oder sonstige Sachen sein, was ja passieren kann, dann schaut er das, dass er das mit den natürlichen Sachen macht. Er hat zum Beispiel mal Lavendelfelder mit Lehm bespritzt, einfach, dass die Pilze weggehen oder die Läuse kann man mit Pfefferminzgurt behandeln und. Also sprich, wenn ihr daheim irgendwo eine Pflanze habt mit Lausbefall, bei Schimmel hilft Purification, bei Läuse hilft Pfefferminze. Komme ich aber nachher noch dazu. Das heißt, ihr habt dann das, dass die, sprich, es wird geschaut, dass die Pflanze gut wachsen kann, weil halt ein gewisser Bodennährstoffe da sein. Dann wird bei der Ernte genauso geschaut, dass die Erntehelfer voller Lebensfreude sein. Manchmal machen sie davor ein Gebet oder eine Meditation. Teilweise werden die Pflanzen mit klassischer Musik bespielt, eben einfach um die Schwingung raufzubringen auf die Pflanze. Und dann bei der Destillation ist das Gleiche. Sie haben ganz hochwertige Destillationsanlagen. Sie haben keine Kupfer- und Aluminiumbehälter, sondern sie haben Edelstahlbehälter, dass wirklich auch die Moleküle der Pflanzenaromaöle nicht zerstört werden bei der Destillation oder bei der Lagerung. Und zusätzlich haben sie natürlich verschiedene Labors, wo eben drauf geschaut wird, wenn dieses Pflanzenöl jetzt destilliert wird, dass auch wirklich die Bestandteile, die natürlichen Moleküle so viel wie möglich erhalten bleiben, dass wir eben eine gute Wirkung auf unseren Körper damit unterstützen können. Gut, das ist einmal kurz vom Anbauen her, dass sie einfach sagen, ja, sie wollen diese Pflanzenaromaöle ganz natürlich und die Wirkung herstellen. Dann haben wir noch detto bei der Reinigung, auch die Reinigung der Kessel und so, dass da keine chemischen Geschichten verwendet werden. Gut, und natürlich bei der Destillation selber, dass nicht zu viel Druck verwendet wird, dass nicht zu viel Hitze verwendet wird. Das alles hilft dabei, die Moleküle zu erhalten, die uns dann helfen, das im Körper besser aufzunehmen und wo dann die Aromaöle auch eine therapeutische Wirkung haben und unseren Körper ideal unterstützen. Gut, dann fangen wir an mit den Aromaöle. Ich habe hier eben dieses Starter-Set. Hallo Isabella, danke, dass du da bist, cool. Und alle anderen auch. Es freut mich, dass so viele mit dabei sind und zuschauen. Jetzt haben wir kurz ein bisschen eine Theorie gehabt und jetzt kommen wir zur Praxis. Also wie gesagt, diese Box, was ich euch gerade gesagt habe, beinhaltet diese Öle. Okay? Und da, wie gesagt, sind auch nochmal 2 Öle drinnen, Flascheln und ein Inserat. So. Da starten wir jetzt nachher gleich mit dem ersten. Habe ich euch jetzt alles gesagt? Ich hoffe. Wenn ihr Fragen habt zu den Ölen oder zum Starter-Set, bitte könnt ihr jederzeit bitte anrufen oder anschreiben. Ich habe auch Unterlagen dazu. Bitte einfach gerade melden. Das Lavendelöl. Lavendelöl ist ein wunderbares Öl und gibt es schon ganz, ganz lange. Sie haben 4500 vor Christi haben sie schon angefangen mit Aromaölen zu arbeiten, sei es jetzt mit Ritualen oder um den Körper zu unterstützen oder eben auch für Einbalsamierungen, da haben sie das schon alles gemacht. Lavendelöl ist total super, weil es die Intuition fördert, es beruhigt, es bringt mir innerlich in Ausgleich, es verbindet den Zugang zu meinem Unterbewusstsein. Ich kann es halt auch unterstützen für die Haut. Gell? Also Lavendelöl ist total super, weil sie mein positives Hautbild unterstützt. Und es wirkt auch ausgleichend. Das heißt, überall wo ich einen Ausgleich brauche, kann ich Lavendelöl hernehmen. Es unterstützt auch die Ausdauer und fördert die Klarheit. Gell? Das ist das Lavendelöl. Lavendelöl ist auch total super, wenn so Insekten am Weg sind. Also da mit ein bisschen Lavendelöl ein oder gesprüht, super, perfekt. Dann haben wir Pfefferminze. Ja. Lavendelöl gibt es übrigens auch zum Einnehmen. Ja.
das ist von der Pluslinie und fördert sozusagen auch den Optimismus, inneren Ausgleich und das Wohlbefinden. Die Pfefferminze, ja, die ist super, gibt es ebenfalls auch von der Pluslinie auch zum Einnehmen. Die Pfefferminze ist so ein aktivierendes Öl, gell? Die bringt ein bisschen an Pep, ein bisschen an Energie, die sorgt für Kraft, für Vitalität, so also ein bisschen an Schwung kriegen, es verbessert die Wahrnehmung und das Bewusstsein auch und es fördert auch die Konzentration und das logische Denken und unterstützt uns, wenn wir zum Beispiel einen sogenannten kühlen Kopf brauchen. Pfefferminze ist total super, nehme ich voll gern her beim Autofahren. Das heißt, ich nehme einen Tropfen Pfefferminzöl, gebe es hinten auf den Nacken rein und dann kommt so eine Frische mit dazu und gleichzeitig eine Kühle. Jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, ist super cool, Pfefferminze ein bisschen auf die Fußsohlen drauf oder unter die Achseln als Deo, wirkt erstens super kühlend, zweitens unterstützt es das Magen, das Lebermeridian, gell? Und unterstützt einfach den ganzen Körper ein bisschen zu kühlen. Also das ist im Endeffekt auch ein Öl, das super kühlend wirkt. Dann kommen wir zur Zitrone. Die Zitrone gibt es ebenfalls in der Pluslinie, auch sprich zum Einnehmen. Zitrone ist total super. Zitrone ist für mich so ein, einerseits wenn man es riecht, so ein frischer Duft. Es bringt Optimismus mit, es bringt Aufheiterung mit. Es unterstützt mich dabei, dass ich meine Konzentration habe, dass ich mein Energielevel habe, dass ich eine gewisse Heiterkeit, eine Lebensfreudesteigerung habe. Es unterstützt das Magen-, Milz- und Lebermeridian auch. Es unterstützt die Leistungsfähigkeit. Da haben sie sogar auch Studien gemacht, weil Young Living hat ja, beziehungsweise Gary Young, ja ganz viele selbst auch Studien gemacht. Chemie und was der Kuckuck, was nicht noch ist, also ganz, ganz viele und über die Destillation. Und unter anderem haben sie auch die Wirkstoffe der Öle, der Moleküle untersucht. Und unter anderem ist da